Willkommen bei Crime Scene Cleaner. Lieber Spieler, willkommen zur Demo-Version von Crime Scene Cleaner. Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, unser Spiel auszuprobieren. In dieser Version können Sie die blutigen Reize des Berufs als Tatortreiniger mit einigen, aber nicht allen, Funktionen des vollständigen Spiels erleben. So können Sie überprüfen, ob Crime Scene Cleaner nach Ihrem Geschmack ist. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um ein finales Produkt handelt und nur eine Vorschau auf das Spiel ist, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Während Ihres Spielverlaufs könnten einige Fehler auftreten. Daher würden wir es sehr schätzen, wenn Sie diese melden könnten. Über Steam, Discord und so weiter. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Lassen Sie uns wissen, was wir verbessern können. Um das Spiel auf dem Laufenden zu bleiben, vergessen Sie nicht, Crime Scene Cleaner auf Ihre Wunschliste zu setzen. Es hilft uns sehr, das Spiel weiterzuentwickeln, also ist es auch eine Möglichkeit, unsere harte Arbeit zu unterstützen. Viel Spaß beim Spielen, die Entwickler. Drücken Sie Enter. So, da sind wir. Neues Spiel, Einstellungen, muss ich irgendwas einstellen? Ich glaube nicht, ne? Ich mach mal Ultra. Erzwingen, ich mach mal aktivieren. Schattenqualität nur hart. Weich. Okay. Let's go. Warum soll man ein Spiel auf die Wunschliste setzen? Weißt du das? Weil die Chance für die Entwickler größer ist, dass die Spieler bei Steam präsenter sind. Je mehr Leute das Spiel auf die Wunschliste packen, desto mehr taucht es bei Steam vorne in den Empfehlungen auf. Deswegen hilft es immer, Indie-Entwicklern vor allen Dingen, wenn die Spiele irgendwo vorne auftauchen. So, neues Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt. Sekunde, ich muss kurz. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. What? Jetzt trinkt er trotzdem. Was? Hat jetzt Oh Gott, was? Kowalskis Wohnung, okay. Wieso schlafe ich mit Gummihandschuhen? Warte, mein Handy klingelt. Oh, eine Sekunde. Ja? I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is, I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Der hat die ganze Familie. Oh, was spiele ich denn hier? Was? Oh. Na, Hundi, kann ich interagieren? He's a good boy. Oh, mit Gummihandschuhen. Das muss doch ziepen, oder? Ja, wie ist der Süße. Ich habe immer Gummihandschuhe an, weil das ist immer mein Style. So, hier sind meine Arbeitsmaterialien. Oh, Dad's Cave. Hier ist mein persönlicher, was auch immer. Hier sitze ich gerne und lass mir die Beine rösten. Ist aber ein schönes Gefühl. Sammelobjekte. Drücke T, um den Codex-Antrag anzuzeigen. Sammelobjekte. Auf dem Weg wirst du einige interessante Sammelobjekte finden. Einige davon könnten sich als Beweismittel herausstellen. Du musst sie mitnehmen, sonst riskierst du die Mission zu verfehlen. Okay. Ich muss da noch ein bisschen reinkommen. Oh, NordVPN. Ich sehe schon. Aha, Modern Home Digest. Hier ist noch... Was ist das hier? Kann ich hier irgendwas interagieren? Mit E? Halten, sammle. Okay. Suche nach deinen Werkzeugen. Okay, okay. Hier ist ein Sammelobjekt, ne? Interagiere. Nice to know not everyone thinks I'm a loser. Herr Kowalski, ich war der Typ, den Sie vor 3 Jahren beim Crackrauchen im Badezimmer erwischt haben. Sie haben mich nicht nur beim Rektor verpfiffen, sondern auch noch etwas gesagt wie, das Leben ist oft miserabel, aber Drogen machen es nur für einen Moment besser. Und das lohnt sich auf lange Sicht einfach nicht. Sie sind der Grund, warum ich eine Entziehungskur gemacht habe. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt clean. Also, danke. Sie waren der coolste Erwachsene an unserer Schule. Ich hoffe, das wissen Sie mittlerweile. Alles Gute, Erik Range. Immer wieder am Crack rauchen.
Aber kann ich das auch sammeln? Einfach so mitnehmen, statt nur wieder zurücklegen? Oh. Okay. Zurücklegen. So, dieser Herr Range. Guter Lehrer. Halten Schlage. Hebe auf. Okay. Lasse los, wirf. Das hier nichts. Sonst hier unten gar nichts. Okay. Ah, wir gucken nochmal ein bisschen rum. Halt. Torres Big, Dankeschön. Vielen Dank. Das war noch von vorhin, glaube ich, ne? Warte. Haben wir gesammelt. Wir können theoretisch alles aufheben. Ah. Hebe auf. Und dann drehen. Hop, Brew. Okay. Ich übe gerade noch ein bisschen, ne? Und dann wirf. Ha. Hebe auf. Kann ich das im Mülleimer? Weißt du was? Ich tu das alles mal hier rein, dass ich... Oh. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Exist to be happy, not to impress. Ah. Das ist übrigens eine sehr gute Einstellung. So. Prima. Oha, oha, oha. Wer weiß, was da passiert ist. So, hier hinten ist noch ein Werkzeug auf der anderen Seite. Warte, wie komme ich da rein? Einmal hier öffnen. In der Garage. Mülleimer. Wir sammeln. Gehe zum Auto. Erstmal schaue ich mich gerade noch ein bisschen um. Gott, das ist ja schwierig gemacht. Was für Bücher lesen wir so? How to Survive Being Single Dad. Oh. Okay. So, hier nochmal. Unser Schlafzimmer. Ah, hier sind wir gerade am Streich. Einfach drüber streichen, das ist wie neu. Einfach den Schimmel anstreichen. Easy. Können wir vielleicht weitervermieten dann. Okay, gut. Sonst haben wir nichts mehr hier, ne? Fahren wir mal. Haus von Mr. White. Da müssen wir hin. Ein impulsiver Mafioso hat eine Gruppe von Menschen in der Villa eines reichen Mannes getötet. Er hinterließ 5 Leichen und viele Beweise. Ich muss eine Unordnung beseitigen, bevor die Polizei eintrifft. 5 Opfer. Großer Stand. Oh shit, okay. Und wir haben einen Timer. Dosenwurst. Achso. War schon da? Ich hab gedacht, wir müssen auch selber fahren, wenn ich ehrlich bin. So, mal gucken, wer da wohnt. Einen Weg in die Villa finden, entsorge die Körper. Mit Tee können wir die Karte aufrufen. Das sieht auch aus wie unser Zuhause hier, ne? Karte, Quest, Sammelobjekte. Ah, mit M können wir die Karte aufrufen. Das war gerade nur Tutorial. Okay. Schwimmbecken, Erdgeschoss. Wir gucken mal. Namen. Weeping Angels sind auch schon da. Wir gucken. Oh Gott, wie gruselig. Bah. Ort freigeschaltet, Schwimmbecken. Holy fuck, what a bloodbath. Wie soll ich das sauber kriegen, Mann? Öffne das Werkzeugrad, um Zugang zu deinen Werkzeugen zu bekommen. Sobald du das tust, siehst du nicht nur die verfügbaren Werkzeuge, sondern auch einige entsprechende Hotkeys zu denselben. Mit Tab öffnen, Kategorie und Werkzeug auswählen. Okay. Müll. Mit 3 den Mülleimer ausrüsten. Tab und 3. Okay. Okay, 3. Wo sind denn die 3? So, sammle, halten, okay. Ich muss alles einzeln machen, okay. Oh boy. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen dauern. Oh Gott. Oh Gott. Patronen. Jede Patrone einzeln.
Sammle mehrere. Okay, warte. Ah, okay, ich muss nicht alles einzeln machen. Ich kann auch direkt markieren. So, so, so. Und dann hier, 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 hier. Ah, das geht auch. Okay, sehr gut. Wir können gedrückt halten, alles markieren. Eine Taschenlampe? Ja. Wie soll ich denn das Wasser hier wieder sauber kriegen? Was? Da sind Blutflecken noch im Pool. Also wir müssen das Wasser irgendwie ablassen, ne? Ah, das kann ich nicht mit... Okay, kann ich nicht sammeln. Ist einfach... Wann trifft die Polizei ein? That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps, then fell into the water. Ist die Leiche noch da? Nee, ne? Okay. Oh nein, ich hinterlasse auch selber Fußspuren, oder? Ja, wir hinterlassen selber auch Fußspuren. Die war da unterm Tor, habe ich gar nicht... Ach da, da liegt er ja. Ah. Tor hat er auch noch geschossen. Blut reinigen. So, ich muss auch meine eigenen Schuhdinger erstmal. Meine eigenen Fußabdrücke muss ich erstmal reinigen. Okay. Kann ich den noch irgendwo in anders. Warte mal. Wie werde ich das wieder los? So. Kann ich den tragen? Ja. Werfen. Ich höre Polizei, aber. Okay. Kommt die hierher? Nee, ne? Handabdrücke waren da auch gerade. Ach du Scheiße. So, Leute, ich mache erstmal ein bisschen sauber hier, ne? Wie sieht's denn hier auch wieder aus? Habt ihr euer Kinderzimmer wieder nicht aufgeräumt? So. Oh, shit. Oh, shit. Das Wasser. Wo kann ich das Wasser denn ausdingensen? Ih, der tropft einmal mit Blut. Oh, ah. Ja, da, im Pool ist ja auch rotes Wasser, ne? Reinige. Mops. Luftreinigungswerkzeuge, Lampen. Reinigungsmittel verbessern die Leistung des Mops. Eimer. Sie können Eimer. Was? Ist das eine gute Idee? Ne, der ist immer noch blutig. Drei Sterne Eimer. Ah, ich kann mit Q. Kann ich selber gucken, wo noch Blut ist? Okay. Ein Weg in die Villa finden, entsorge die Körper. Beweise sammeln. Vielleicht mache ich erstmal das, was oben links steht. Ein Weg in die Villa finden. Wahrscheinlich nicht hier. Oh, Junge. Kann ich das Mob loswerden? So. Kann ich das nicht mitnehmen hier? Guck mal, hier ist einfach Stele. It might be worth something. Ich meine, ich muss den Tatort reinigen, oder? Oh, hey, ja, GeForce Experience Overlay. Habe ich richtig Bock drauf. Okay, komme ich da drüben irgendwo hin? Da ist doch irgendwas, ne? Da geht's rein. Ich gehe wieder zurück. Das Geld könnten wichtige Beweismittel sein. Oh, hallo. Ohio. Okay, will nur mal kurz... Wieder auf eigene Faust. Yuki Pure. Kann ich das hier? Lass los. So. Oh. Nur mal testen. Es funktioniert. Es funktioniert sogar wunderbar. Wir machen gleich, wir gehen gleich rein, ja? Ich mache erstmal das Blut weg, damit ich hier nicht weiter Blut verteile. Gleich halte ich mich an die Story-Mission. Gleich. Aber erstmal, ich kann hier nicht. Ich kann das nicht einfach so zurücklassen. So.
Ist das Horror? Das ist so ein bisschen Alltag in Berlin. So. Okay. Prima. So. Mann, wer hat denn hier rumgetapst, die überall? Meine Fresse. So. Alles sehr gründlich machen. Haben wir noch irgendwo Blut? Oh, ja. Okay. Handabdruck, Fußabdruck. Hier noch ein bisschen. Zum Glück ist dieses Kuh-Overlay. Okay, wir sind wieder sauber, ne? Ah, hier noch ein bisschen. Diese Sirene macht mir immer wieder Sorgen. Ist hier noch irgendwas? Ich gehe nochmal kurz. Da war noch ein Fußabdruck. Nee. Also ich sehe keinen. Ich glaube, wir haben es. Das Poolwasser ablassen würde ich gerne. Müssen wir mal gucken. Wir schauen mal. Oh, hey, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Wir schauen mal, ob wir das können. Aber erstmal müssen wir, erstmal halten wir uns natürlich gleich an, wie immer, halte ich mich strikt an die Anweisung vom Spiel. Ihr kennt mich, ne? So, ich mache hier mal kurz sauber. So, kann ich das jetzt hier? Was ist das denn? Warum? Naja. So, den Pool machen wir gleich, wenn wir irgendwie Wasser ablassen können. Ich will da nicht drin schwimmen, wenn ich ehrlich bin. Ist nicht so meins. Hier geht's wieder raus. Hier war der Service-Eingang, ne? I'm Treasy, dankeschön. Vielen Dank. Hier geht's rein. Was ist hier? Locked. Ah. Maybe the pool boy has the key on him. Der Poolboy. Ah, zur Erzo, dankeschön. Vielen Dank. Oh. Ist das die Filterpumpe? Nein, das ist die Poolpumpe. Wir können das Wasser ablassen. Lass los. So. Na, wollen wir mal. An den Dingern ist zum Glück kein Blut. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau warum. So. Da ist der Schlüssel. Ist das der Poolboy? Warum ist da noch eine Leiche im Pool? Was soll die machen? Soll die weggehen oder was? Warum ist da noch eine Leiche im Pool? Bitte. So. Ich glaube, das ist der Poolboy da, ne? Ich glaube auch. Und mit dem finden wir gleich einen Weg ins Haus, aber erstmal machen wir natürlich sauber hier. Als ob das hier reichen würde, das Blut zu entfernen. Als ob das reichen würde. Und als ob der keinen Poolroboter hat hier. Warum lag er im Wasser am Boden? Weil er tot ist. Hier wurden alle erschossen. Wie, warum liegt er im Wasser am Boden? Weil das eine große Freizeitbeschäftigung ist. Meine Hobbys sind, ich liege gerne tot am Poolboden. So, warum soll der... So. Entsorgen von Leichen. Wenn du eine Leiche findest, sollte sie vom Tatort entfernt werden. Heb sie auf und bring sie zu deinem Auto und wirf sie in den Kofferraum. Sie sollte sich in einen Leichensack verwandeln. Ach, so geht das. Aufheben, werfen. Okay. Machen wir gleich. Ich mach den Dingens hier nochmal voll gerade. Ja, ist ja schon voll gesogen. So. Zum Auto? Okay, warte mal. Stoffel, dankeschön! Vielen Dank, Stoffel! Dankeschön! Ganz lieben Dank, das ist sehr lieb. Oh. Sehr sweet von Ihnen. So. Kleine Nackenmassage hier nochmal. So. Hebe auf. Achso, nee, warte, ich muss die weg. One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. Deswegen liegt er da.
Ich glaube, die meisten von uns würden in dem Fall da liegen. So. Lasse los. Ah, öffne, so. Nein, ich bin nicht der Mörder. Ich bin hier nur der... Ich bin der Reinmacher. Der Reinmachemann. Ich bin Jens fürs Grobe, das ist mein Name. Guten Tag. Können wir damit die Leichen... Okay. So, und jetzt... Reiniger Sinn? Ach so. It was nice not knowing you. Da liegt er. Okay. Sehr unauffällig übrigens auch. Der Problemlöser, das ist absolut richtig. Die Cleanup-Crew, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ich bin einfach nur der Schatten. Ich bin einfach der Schatten. Wenn jemand Probleme hat, dann komme ich, um sie zu lösen. Oder aufzuwischen. So. In einem Metier, wo ich niemanden anstellen kann zur Hilfe. Marco, dankeschön! Dankeschön, lieber Marco. Ganz lieben Dank. So. Einmal hier durchwischen. Geht nicht mehr. Ist das schon schmutzig? Ha. Wie kriege ich das jetzt sauber? Da gibt es doch bestimmt eine bessere Möglichkeit. Ne? Wir haben noch einen Eimer natürlich. Aber, okay, ich stelle ihn erstmal hier hin. Ich reinige das hinterher. Schleimkeks, dankeschön. Vielen Dank. Kinderkleidung, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es da gerade Pläne gibt. Werkstattschlüssel. Was steht da? Gronkh Shop? Ah, okay. Da muss man mal hin. Hör nur Gutes. Okay, warte. So, warte, warte. Hier nochmal ein bisschen. Musik ist nice, ne? Ah, okay, wir sind wieder voll mit Blut. So. Das Tor müssen wir gleich mal wegschmeißen, glaube ich. Aber erstmal mache ich hier die Seite sauber. Ich bin immer sehr bemüht, keine Fußspuren zu hinterlassen, damit wir die nicht auch noch wegmachen müssen. Sieht soweit wieder gut aus. Hervorragend. So, kann ich das Ding mitnehmen? So. Fantastisch. Ich glaube, der Pool ist sauber, oder? Ja, meine Reinigungssinne sagen, der Pool ist sauber. Die Frage ist, müssen wir den Pool wieder auffüllen? Und kann ich hier jetzt neues Wasser einlassen? Das geht nicht, ne? Nee, okay. Wenn ich jetzt sammle... Warte. Okay, sieht gut aus. Und jetzt... Oh, ne. Wenn ich jetzt den wieder drunter stelle... Ah, die sind automatisch wieder leer. Okay. Die sind automatisch wieder leer. Gut. Alles sauber. Oh, drin. Oh Gott, drin. Wir haben den Schlüssel. Wir versuchen mal reinzugehen. Ich nehme das Ding mal mit. Wir nehmen den Eimer mit rein, da wird es bestimmt eine andere Wasserquelle geben. So. Lass mal gucken. Ich mache ihn mal da. Ne, ich lass offen. Wir müssen eh noch mal raus. Kann ich Poolwasser wieder einlassen? Kann ich nicht. Okay, schade. Flamingo war blutig. Beweis sammeln 0 voll 1. Oh, Schwimmbecken. Wir haben noch einen Beweis im Schwimmbecken. Okay, warte. Der Mülleimer.
hier noch ein Beweis. Habt ihr einen Beweis gesehen? Ich sehe hier auch gerade keinen Beweis. Mit Q sehe ich nichts. Vielleicht hier irgendwo. Das hier wäre Basketballcourt, da wahrscheinlich nicht, ne? Oh! Oh! Ja, das ist bitter. Oh, das ist einfach so bitter. Ich guck da mal nicht hin. Es geht mich nichts an. Es geht mich aber nichts an. Die Zeichnung ist nicht gut gealtert. Es müsste jetzt eigentlich irgendwas grün leuchten, wenn ich mit dem Mülleimer herumlaufe. Ich kann noch nichts einsammeln, wenn es nicht leuchtet. Gehört das hier noch zum Pool? Aber hier ist auch nichts. Die haben gerne Pizza gegessen, das ist cool. Finde ich gut. Beweise sammeln. Warte mal, Beweis sammeln ist aber eher sowas wie... Waren Beweise nicht sowas wie diese Zettel? War das nicht sowas wie diese Zettel, die wir auch gefunden haben? Das Tutorial meinte, das sind irgendwelche Schriftstücke oder so. Lass losdrehen. Okay, warte. Öffnen können wir die auch nicht, ne? Nee. Also könntest du hier irgendwo einen Brief geben oder so. Beweise waren offenbar nicht die Munition. Beweise waren nicht die Munition, die wir gefunden haben. Vielleicht drinnen? Ne, muss beim Schwimmbad sein irgendwo, beim Schwimmbecken. Ist hier noch irgendwas? Ne, ne? Lasse los. Das Geld vielleicht? Ja, oh, warte mal hier, apropos Geld. Das Geld ist kein Beweis, das nehmen wir einfach so mit. Das wird keiner vermissen. Hier ist auch nichts. Unter den Flamingos, die können wir auch gleich wegwerfen. Okay, weird. So. Ich leg die mal da in die Ecke. Ich glaube nicht, dass was ist. Vielleicht ist das Gebiet ist vielleicht einfach auch größer. Nichts. Da. Nix, nix, nix. Rein gar nichts. Auch nicht unter den Flamingos. Hier ist ein bisschen Schattenwurf. Hier ist auch ein bisschen Schattenwurf, aber sonst. Schwimmbeckenbeweise sammeln. Ich. Auf der Map gucken, können wir gerne machen. Aber da sehe ich auch keinen. Nee. Körper, Wasser, Eimer, Ozonator. Ich denke, der Beweis ist nicht direkt im Pool. Ja, denke ich auch, aber... Wo soll der sein? Der wurde hier erschossen, also von hier, ne, in den Rücken. Und dann in den Kopf. Ist dann hier weitergetaumelt. Also hier war quasi... Hier war quasi die, die Straftat mit dem Poolboy. Die Dinger hier sind clean. Ich suche gerade gar nicht an Patronenhülsen. Ich suche eher nach einem Zettel oder einem Brief oder einem Hinweis oder irgendwas. Das ganze Gebiet ist Schwimmbecken. Okay, dann guck ich hier nochmal ein bisschen deutlicher.
Mr. Grease. Stehle. Gut. Mr. Grease. Schlage, hebe auf. Schlage, hebe auf. Okay. Beides keine Beweise. Hier wurde einfach... Hier wurde einfach... Sport. Da gab's Sport. Okay, wir können hier auch hinten rum. Okay. Mr. Grease. So. Also den Laptop haben wir mitgenommen. Ich dachte, vielleicht zeigt eine Zeichnung eine Geliebte oder so. Aber scheinbar nicht. Roboter, Strom. So, das ist alles Schwimmbecken hier. Da hinten war Mr. Grease. Alles hier ist Schwimmbecken. Okay, warte. Dann hier auch. Aber auch hier. Das hier zählt zu Schwimmbecken. Was ist denn das? ReWorld Electronics. Schön. Digitale Elektronik. Ich glaube, das ist es. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Okay. Ich verstehe. Hätte für mich nicht unbedingt als Pool gegolten, aber wir haben es gefunden. Wir sammeln es ein, haben das Beweis. Haben den Beweis. Okay, cool. Was hier? Können wir da was machen? Nee, ne? That should open the main door. Oh, wir können doch was machen. Damit open wir die Main Door, okay. Wild. Hier liegt einfach überall Geld rum. Ich glaube, ich werde hier auch Poolboy. Okay. Main Door ist open. So. Okay. Musik Walkman. Was? Schalte ein. Schöne Musik. Stehlen, stehlen, fällt nicht auf. Hoffe ich. Können wir auch stehlen? Stehlen. Beweise sammeln. Oh, shit. Videokameraaufnahmen müssen wir loswerden. Was sagst du hier? Stehlen. Ist das okay, wenn wir hier stehlen? Fällt das auf? Make it look nice and clean. Oh, shit. Womit fange ich an? So. Rein da. Oh, shit. Was? Okay, die Müllbeutel müssen wir auch mitnehmen. Ich würde mal hier weitermachen. Teppich wird tiefen gereinigt. Die Kerze wird auch gereinigt, na klar. Wir brauchen einen Punkt für den Wassereimer. Don't budge. Oh, was ist denn hier? Fitness. Interagiere. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Oh, das ist Jennifer. Das ist Jennifer Fox, Miss Teen 2000. Lorem Ipsum. Ah. Aha, push forward. Ja, die ist jetzt, die ist nicht mehr so. Die sieht jetzt nicht mehr so aus. Kann ich hier ins Klo reinigen? Oder hier vielleicht ins Wasserbecken?
Muss ich jetzt immer nach draußen oder kann ich den Wassereimer auch hier hinstellen? In die Dusche oder so? Oh, warte. Lasse los. Sammeln. Warte. Da geht wahrscheinlich nicht, ne? Hier rein. Ich glaube, ich muss nach draußen. Die Musik ist ganz schön laut. Lasse los. Lasse los ist ein Schwede. Der hat hier ja das Spiel mitentwickelt. Also. Warte, warte. Wir gucken gleich mal. Leute, eins am anderen. Eins am anderen. Ich mach mal ganz kurz hier Musik aus. Die war ein bisschen sehr laut. Wir schauen uns gleich gründlich um. Erstmal natürlich die Arbeit, dann das Vergnügen. So. Wir kriegen den Eimer doch bestimmt irgendwie ins Badezimmer, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nicht geht. Oh Gott, diese Handabdrücke sind so furchtbar. So, ich geh mal cleanen. So. Reinige. Eimer mitnehmen können wir auch probieren, aber den steckt den mal gleich so ein, dass es nicht geht. Oh, was denn hier? Tech-Mogul Monthly, New Faces of Social Media, Mark Castle. Was für eine sehr schöne designte Zeitschrift. So. Reinigungsmittel. Oh. Reinigungsmittel sind Zusätze, die Sie verwenden können, indem Sie einen gefüllten Eimer Wasser gießen. Sie können verschiedene Effekte haben, wie zum Beispiel die Zeit verlängern, bevor der Mob schmutzig wird. Seien Sie vorsichtig, denn wenn Sie das Wasser ausschütten oder setzen, wird der Effekt des Reinigungsmittels verschwinden. Um einen Effekt zu aktivieren, spülen Sie den Mob mit zusätzlichem Reinigungsmittel aus. Okay, Nuki, dankeschön. Vielen Dank, Nuki. Dankeschön, dankeschön. Brauchen wir das gerade unbedingt? Wir müssen die Effekte mal angucken. Oh. Junge, was denn hier passiert? Oh Gott. Waren das gerade kleine Hände hier dran? Waren da gerade kleine Hände an dem Fischtank? Oh. Das ist alles ganz furchtbar. Das ist alles ganz furchtbar. Is that a surveillance room? Überwachungsraum. Ich habe fast das Gefühl, da liegt ein Beweis. Ich habe fast das Gefühl, dass am Ende wir weggeräumt werden müssen. So. Ich kümmere mich gleich um die Scherben und so. So, okay. Dann hier einmal rein. Sammeln, hebe auf. Ah, okay, das geht tatsächlich. Okay, lasse los. Oha. Sehr gut. Das macht das Ganze natürlich noch einfacher. Okay, lasse los. Plopp. So. Aufräumen des Zimmers. Toll. Wir gucken gleich mal. Oh, Gottes Willen. So. Das Bild gerade sah sehr KI-generiert aus. Wir gucken da gleich nochmal rein. Oh, shit. Ich entlasse aber keine, ne? So.
Scheiße. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Das ist unsere erste Mission hier gerade und die schon so. Ist das KI generiert? Guck mal, das Ding da in der Mitte, das hier zum Beispiel. Das sieht so, oder? Oder der hier auch. Puh, okay. Guck mal, das gerade Rücken. Sieht irgendwie so aus. Ah, repariere. Wir haben es gerade gerückt. Schlage, okay, repariere. There, as good as new. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Prima. Ah, sehr schön. Hebe auf. Lasse los. So. Oh, 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 oh. Da, da, dum, dum. Ich weiß nicht, warum ich mich hierauf eingelassen habe. Aber es ist chillig, oder? Also dafür, dass wir hier die ganzen Leichen wegräumen, ist es irgendwie chillig. Die erste Mission war auch die Demo. Ich spiele gerade die Demo. Das Spiel ist noch gar nicht raus. Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt. Nein, halt. Den Mülleimer nochmal, ne? So. Hier, 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 hier. Die Patronen da drüben kann man auch gleich mal mitnehmen. Geht das schon? Jop, 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 jop. Gut, dass die Entfernung auch geht. Die nicht. Okay. Da kommen wir nicht ran. Okay. Das machen wir gleich. Oh, du kommst nochmal mit. So. Nee, wir haben das noch nie gespielt. Du hast wahrscheinlich fremd geschaut bei wem anders und das prangere ich an. So, hier nochmal sauber machen. Bevor wir sie gleich eintüten. So. Kein Blut auf dem Tisch. Sehr gut. Pestwurst, Dankeschön. Vielen Dank, liebe Pestwurst. Da ist noch ein Buch, da kommen wir auch gleich mal rein. Hier ein Laptop. Schwupps. Kein Laptop mehr. Und hier noch ein Beweis. Tried to make that call, but ran out of time. Oh, zum Glück. 9-11. Oh, zum Glück. Frauenhandy. Oha. Ein bitte was? Ein bitte was? So, warte. Reinige. Ich sammle das mal ein hier, ne? So. Dann hier nochmal. Wo? Wupp, 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 wupp. Wupp. So, das da können wir nicht mitnehmen. Nee. Okay, einen Punkt haben wir fertig. Multiple stab wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Oh Gott. Also, ja, wahrscheinlich sollte das Handy der Frau heißen, vermute ich auch mal. So. A woman's phone. So. Die hat eine Knarre dabei und hat sie noch erstochen? Ja genau, zuerst erschossen, dann erstochen? Ich meine, da lagen ja auch überall Patronen rum. Er hat sie zuerst erschossen und dann erstochen. Ganz klar ein ruhiger, geregelter Geist, der hier durchgefegt ist. Aber naja, ich beurteile unsere Kunden nicht. Ich maße mir natürlich kein Urteil an. So, gute Nacht. There you go. Zusammen mit dem Poolboy. So. Ja, vielleicht wollen wir mal sicher gehen. Vielleicht wollen wir mal einen guten Job erledigen. Da kennen wir uns natürlich nicht aus mit einem guten Job. So, wunderschön. Langsam sieht es ja wieder gut aus. So, hier nochmal schnell. Ist da noch Geld drin? Nö. So, hervorragend. Kann ich die auch? Hebe auf.
So, hebe auf. Lass los. Hä? Lass doch mal los jetzt. Jetzt. Wunderschön. Sieht toll aus. Hier drüben ist nichts mehr. Hier war noch ein Buch. Kurt C. Kochen mit Liebe. Classic Recipes for Every Kitchen. Kurt C. Love. Ja, okay. Hier ist nichts, ne? Öffne. Oh. Keller. Jesus, that one was tortured. Was haben wir denn hier? What the? Was? Was? Ich nehme das mal mit. This was not a drill. Hier war Bastelstunde. Er hatte den Werkenkurs belegt. Oh shit, oh fuck, oh Entschuldigung. Oh, mit dem Blut seiner Mutter beschmiert. Das ist natürlich ärgerlich. Ach, entschuldige bitte. So, dann sammle. Den Fleck machen wir gleich wieder weg. Ha. Dann würde ich mal ganz schnell gucken. Hier und hier. Können wir nicht einen größeren Eimer nehmen eigentlich? So, und dann, warte. Hallo? So, sammle. Nein, hebe auf. So. So, dann lasse los. Einmal hier rüber. Und dann, wupp. Hebe auf. Brauchen wir den da unten überhaupt noch? Nee, ne? Ich gehe mal kurz runter. Hopp. Ah ja, doch, wir... Oh. Okay, warte. Ich, ach so, wir könnten den theoretisch da so... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, lasse los. Nee, wir müssen drehen. So. Ach so, das müssen wir auch noch machen. Drehen. Ja, das muss man ja wissen, ne? Hebe auf. Wupp, so. Wie neu. Muss das hier auch aufheben und... Was ist das? If you'd ever bought these, maybe you could have saved your family. Knife My Wife, the magazine. Was? 10 best kitchen knife sets, review and buyer's guide. Was? Was? Thank you.